Die traurige Geschichte von Aaliyah. Bei einer Geburtstagsfeier im Jahre 1993 lernt Aaliyah dann R. Kelly kennen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ben Bugatti. Das Video heißt Die traurige Geschichte von Aaliyah. Rest in peace, Aaliyah. Ich habe da schon einige Hintergrundinformationen auf jeden Fall. Habe mir einige Sachen zu dem Thema auf Englisch schon reingezogen. Viele wissen ja, dass die mit 15 mit R. Kelly verheiratet war. Was total crazy ist, dass es überhaupt zugelassen wurde und dass die Leute nicht da schon angefangen haben, den Bruder zu canceln. Dann war die auch mit Dame Dash zusammen, der auch ein, zwei Sachen immer in Interviews erzählt hat, dass er es auch crazy findet, dass das mit 15 so einfach durchgelassen wurde und keiner wirklich einen Aufstand gemacht hat. Aber wir gehen jetzt mal in die traurige Geschichte rein von Aaliyah. Liebe geht raus, rest in peace Aaliyah. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Gänsehaut. Die hat so eine süße Ausstrahlung, finde ich, ja. Engel. Dearest, sweet Aaliyah, I have trouble accepting the fact that you're gone, so I won't. Aaliyah Dana Houghton wird am 16. Januar 1979 in Brooklyn, New York geboren. Ihre Eltern Michael und Diane Houghton interessieren sich sehr für außergewöhnliche Namen. Und so geben sie ihre Tochter den arabischen Namen Aaliyah. Oh, der schöne Name. Also ich sag ehrlich, wenn ich eine Tochter bekomme, steht der auf jeden Fall in der Top 3 mit drin. Schon seit Jahren. Aaliyah heißt übersetzt die Erhabene oder die Höchste. Ihre Mutter Diane hat immer den großen Traum, eine Sängerin zu werden. Doch sie hat sich letztendlich für das Familienleben entschieden, sodass sie ihre Musik Arabe, Digga, crazy. Leidenschaft nur zu Hause auslebt. Und ihre Leidenschaft wird schon sehr früh zu Aaliyahs Leidenschaft. Mit 3 Jahren fängt sie an zu singen, lernt Choreografien und wird von Tag zu Tag besser. Im Jahre 1984 ziehen Aaliyah, ihr großer Bruder und ihre Eltern nach Detroit. Dort geht sie auf eine katholische Schule, wo sie mit gerade mal 5 Jahren ihre erste Bühnenerfahrung macht und sich sofort ins Rampenlicht verliebt. Das erste Mal kann sie das Tanzen und das Singen miteinander kombinieren. Und selbst zu Hause beschäftigt sie sich durchgehend mit der Musik. Ihre Lieblingsfernsehserie ist Star Search. Und schon als Kind träumt sie davon, einmal bei der Show teilzunehmen. Als sie dann 10 Jahre alt wird, meldet ihre Mutter sie bei der Show an, sodass sie im Jahre 1989 ihren ersten TV-Auftritt hat. Leider kann sie nicht gewinnen, doch sie verzweifelt nicht und arbeitet weiter an ihrem Talent. Sie entwickelt ihre ersten Songkonzepte und einen eigenen Klamottenstil, während sie immer noch die Schule besucht. Bei einer Geburtstagsfeier im Jahre 1993 lernt Aaliyah dann R. Kelly kennen. Wie wir alle wissen, einfach nur ekelhaft ist. Zeugenaussagen zufolge hat R. Kelly Aaliyah auf der besagten Party mit aufs Klo genommen. Seitdem haben Aaliyah, die gerade mal 14 Jahre alt ist, und R. Kelly, der 13 Jahre älter ist, eine Affäre miteinander. In der Öffentlichkeit wird immer gesagt, dass sie nur Freunde sind und dass R. Kelly das Talent von Aaliyah fördern möchte. Doch wie dem auch sei, sie arbeiten an ihrem ersten Album mit dem mittlerweile ekelhaft klingenden Titel Ain't Nothing But a Number. Das ist so krass, so viele Zeichen, so viele Hinweise, ne? Ich finde das voll heftig, ja, dass das überhaupt so funktioniert hat und dass da keiner irgendwas gegen getan hat, so. Und da komme ich auch wieder an den Punkt, wo ich sage, ey, weißt du, die scheint ein Naturtalent zu sein und hat schon früh krasse Ambitionen gehabt und war auch krass unterwegs und hat Talent gehabt, so, weißt du. Aber ich sage, man sollte diese Kids unter 18 gar nicht erst in irgendwelche Industrien reinlassen. Weil du siehst ja, was in den Industrien immer passiert. Bei Nickelodeon, bei Disney, mit P. Diddy, mit R. Kelly. Da passiert so viel Scheiße, dass ich mittlerweile sage, eigentlich sollte das per Gesetzgeber so sein, dass man unter 18 gar nicht in die Entertainment-Branche rein kann, Digga. Schwör. Was sagt ihr, Chat? 1 stimmt ihr zu, 2 sagt ihr, nee, Digga, wenn Talent ist, muss auch früh in die Industrie rein. Das Album wurde größtenteils von R. Kelly geschrieben und produziert. Es erscheint im Mai 1994 und kann sich 37 Wochen in den Charts halten.
Damit ist sie auf dem Radar der kompletten Musikszene. Doch die Beziehung zwischen R. Kelly und Aaliyah drängt immer mehr in die Öffentlichkeit, bis im Jahre 1995 bekannt wird, dass Aaliyah und R. Kelly geheiratet haben, als sie gerade mal 15 Jahre alt war. Digga. Auch sie behaupten, dass sie nie geheiratet haben. Heute wissen wir, dass die beiden ehrlich für ein paar Tage verheiratet waren, doch die Ehe wenig später wieder annulliert wurde. Die komplizierte und vor allen Dingen illegale Beziehung zwischen den beiden hat im Jahre 1996 Gott sei Dank ein Ende, sodass Aaliyah ein neues Team zum Musikmachen sucht. Missy Elliott und ihr Partner Timbaland sind zu diesem Zeitpunkt noch junge Künstler, die sofort das Talent in Aaliyah sehen. So krass. Dann ihr zweites Album Stabil, One in a Million, das im August 1996 erscheint. Das Album ist vollgepackt mit Hits und die Produktion von Timbaland sorgt dafür, dass Aaliyah erstmals ein wiedererkennbares... Timbaland, Bruder, wild. Wild. Timbaland Beats damals überkrass gefühlt, Bro. Sound hat. Das Album verkauft sich doppelt so oft wie ihr erstes Album, sodass sie zu einem weltweit bekannten Star wird. Doch auch wenn sie Erfolge feiert, sie macht weiterhin ihre Schule und kann das College mit einem sehr guten Notendurchschnitt bestehen. Krass, Mann. Respekt. Nach ihrem Abschluss konzentriert sie sich ausschließlich auf die Musik. Sie veröffentlicht den Song Are You That Somebody, der zum Soundtrack von Dr. Doolittle wird. Dr. Doolittle, Digga, geil. Der Film und der Song werden Riesenerfolge. Und wegen dem Song wird Aaliyah sogar für einen Grammy nominiert. Aaliyah war ein krasses Talent, ich sag dir ehrlich, Bro. Als sie dann 20 Jahre alt ist, hat sie schon 2 Platin-Alben und wurde zum Liebling der Hip-Hop- und R&B-Szene. Doch sie möchte weiter ihre Kunst fördern, sodass sie Schauspielunterricht nimmt und zu den ersten Filmcastings geht. Bei einem Casting... War die nicht bei Romeo Must Die auch dabei? Da hat die auf jeden Fall auf dem Soundtrack auch viel gemacht. ...bezeugt sie Jet Li und bekommt dadurch die Rolle zum Film Romeo Must Die. Ja, krasser Film, Digga. Passend zum Film released sie dann im Jahre 2000 den Song Try Again. Wollte ich gerade sagen, Digga, der ist auf dem... Ich hab die CD gehabt vom Soundtrack von Romeo Must Die. Krass CD, krasse Songs drauf. Der weltweit in die Charts einsteigen kann. Sogar bei uns in Deutschland kann der Song auf Platz Nummer 5 landen. Der perfekte Startschuss für ihr drittes Album. Bei den Albumaufnahmen lernt sie Damon Dash kennen und sie werden ein Paar. Damon Dash, Bruder, Legend. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich fühl den Bruder, ja? Der Bro weiß auch einiges. Nicht umsonst, warum die und Jay, also warum der nicht mehr mit Jay-Z lange Zeit nicht mehr zu sehen war, Digga. Jay-Z ist die Diddy-Richtung gegangen. Ich sag, Damon Dash ist stabil geblieben. Im selben Jahr fliegt sie nach Australien, um einen Film zu drehen und um ihr drittes Album zu Ende zu stellen. Im Sommer 2001 wird dann Aaliyahs letztes Album released, das auf Platz Nummer 2 der Billboard-Charts einsteigen kann. Sie steht auf der Spitze der Entertainment-Branche. Doch leider ändert ein Tag alles. Am 22. August 2001 beginnen die Dreharbeiten für ein neues Musikvideo von Aaliyah namens Rock the Boat. Und am darauffolgenden Tag wollen sie auf den Bahamas weiterdrehen. Für den 45-Minuten-Flug mieten sie ein kleines Privatflugzeug. Und auf den Bahamas drehen sie 2 Tage weiter, bis alle Shots, wo man Aaliyah sehen muss, gedreht wurden. Da Aaliyah ihre Familie und ihren Freund vermisst, möchte sie einen Tag früher abreisen. Und am 25. August verlassen dann Aaliyah und ein Teil der Crew die Insel, nachdem sie noch ein letztes Foto schießen. Als sie beim Flughafen ankommen, sagt der Pilot des gemieteten Flugzeuges, dass er nicht spontan fliegen kann. Deswegen mieten sie vor Ort ein anderes Flugzeug. Mit einem anderen Piloten, ohne zu wissen, dass der neue Pilot erst 2 Wochen zuvor wegen Drogenkonsums und Diebstahl verurteilt wurde. Da die Verurteilung noch... Wie kann der noch... Bruder! In Deutschland wäre das, glaube ich, niemals möglich gewesen, dass einer, der wegen sowas verurteilt wurde, überhaupt noch weiterfliegen kann, weißt du? Jung war, wurde die Fluggesellschaft nicht informiert, sodass der Pilot einfach weitergearbeitet hat. Ah, Fluggesellschaft wurde nicht informiert. Bruder, da gibt es auch einige Conspiracies, ne? Freunde, sage ich euch so, wie es ist. Also bei dem Aaliyah-Tod, da gibt es auch einige Leute, die sagen, wisst ihr ja, bei den meisten Toten gibt es so eine Verschwörung auch dran, weißt du? Obwohl er eigentlich nicht fliegen. Ich bin mir fast sicher, dass bei ein paar von denen vielleicht auch was dahinter stecken könnte, aber ich denke nicht bei allen, oder? Was sagt ihr? Außerdem hat der Pilot das Flugzeug, was für 5 Mann gebaut wurde, noch nie zuvor geflogen. Als Aaliyah dann mit ihrer Truppe von 7 Mann am Flugzeug ankommt, versucht der Pilot noch klarzustellen, dass das Flugzeug nur für 5 Personen und ein wenig Gepäck gebaut ist. Doch nach einer Diskussion nimmt er alle aus der Gruppe mit. Sie steigen ins Flugzeug, quetschen sich alle zusammen und fliegen los. Doch schon beim Aufstieg wird schnell klar, das Flugzeug kann die Last nicht tragen.
Das Flugzeug kippt nach links und stürzt kurz nach dem Abflug zu Boden, wo ein riesen Feuerball aufblitzt. Bei dem Vorfall verlieren alle Insassen ihr Leben. Leider auch crazy, Digga. Lia, die gerade mal 22 Jahre alt war. Fuck, bro. Rest in peace. Am 31. August 2001 wird Alia dann beerdigt, während hunderttausende Menschen trauern. Ein Jahr später wird bekannt, dass der Pilot nicht nur das Flugzeug nicht fliegen durfte, außerdem hatte er Alkohol und den weißen Teufel im Blut. Unglaublich. Das wäre heutzutage undenkbar. Ja. Im Dezember 2002 wird dann noch ein Album namens I Care For You released, auf dem sehr viele Stars und unveröffentlichte Songs vertreten sind. Und bis heute findet man sehr viele Samples oder Anekdoten, die an Alia erinnern. Sie hat mit ihren jungen Jahren die Urban-Szene enorm geprägt. Brutal. Es ist echt mehr als traurig, dass sie so früh von uns gegangen ist. Möge sie in Frieden ruhen. Rest in peace. Als Andenken verlose ich zum Schluss noch ein Alia-Shirt. Alia it in, man, Alter. Bisschen Gänsehaut gehabt bei dem Video auf jeden Fall. Sehr, sehr traurige Geschichte gewesen. Sehr traurige Geschichte gewesen. Ich liebe euch, Freunde. Lasst mal eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Mann, Alter. Voll traurig, ja.